Haben Sie dann auch Sachen zu unterlegen? Ja. Oder woher haben Sie die? Die habe ich vom Magazin, im Spital oder Krankenmobilienmagazin. Und da ist einfach für die ganze Stadt, für unsere Gemeinschwestern. Und dort können wir das auch holen. Zum Beispiel für Krebspatienten, und ich glaube, dass ich ideal ist, zum Beispiel Fell. Das ist einfach, also wenn noch nicht offen ist. So Lammfell? Ja, genau, so Lammfell. Oder für Beihochlager. Oder dann haben wir Bettalg, was wir im Spital haben können. Und dann schauen wir uns manchmal Häkli hin, weil es raussteigen. Oder wenn es nicht oder Krankentischli haben wir auch, wenn es nicht mehr aufsteht zum Essen, dass es nicht mehr geht. Und etc. Und die Sachen werden gratis zur Verfügung gestellt oder wird auch Miete verlangt? Nein, wir haben vom Krankenmobilienmagazin ist gratis. Und wenn wir dann auch Sachen nicht haben, müssen wir ins Rotkreuz-Magazin holen und dort müssen wir drauf zahlen. Das ist dann im Kanton? Ja, so viel ich weiß. Ja, genau. Ja, so vom Roten Kreuz, das Krankenmobilienmagazin. Ja. Wir haben heute gerne hingehen. Da haben wir auch schon müssen die Sachen, weil die neuer gibt, zum Beispiel neue Rollstellung zu, oder wenn wir eine alte Kerle haben, die bequem sind und so. Ja.
Und die Patientin, die wir jetzt hingehen, was ist das für eine? Das ist eine Patientin, die ist im 84. Lebensjahr. Sie hat eine Beinprothese, und zwar hier, hat sie das Bein abgehauen, ja. Oder? Und sie muss einfach jeden Tag eine Schwester haben, sie ist auf der Arbeit, weil sie kann nicht alleine aufstehen. Ins Bett gehen ist kein Problem, aber aufstehen... Sie kommt gar nicht zum Bett. Nein, aus. Ich muss ihr einfach... Sie muss jemanden haben, wenn ihre Prothese ja. Reingibt, wo ihr das Bein wäscht und das andere Bein bindet und in den Schuh bindet, vom gesunden Fuß, weil das kann sie ja nicht. Und dann geht es. Nachher kann sie selber aufstehen und kann laufen und sie hebt sich dann an der Wand. Und läuft dann so hinterher, sogar ohne Stoff, obwohl sie einen hat. Dann probiert sie. Dann ist sie jetzt noch im Bett, wenn wir können. Ja, ja. Sie geht immer so ein bisschen spät ins Bett. Ich meine, wird um 10, 11 Uhr bis ins Bett geht. Ja. Und dann will sie einfach, dass sie morgen so lange schlafen kann wie möglich. Also bis um 10 Uhr ganz sicher. Ja. Nur wenn man zum Arzt muss, man vielleicht so alle 4 Wochen zum Arzt oder quick machen, weil das Blut verdünnt hat. Also sagt man im Volk, dass man das Wende kalkulieren. Und dann muss man zum Beispiel um 8:30 aufstehen. Und das ist dann recht früh, weil es ist doch ein Druck auf die Prothese. Und dann hat sie dann auch die Schmerzen. Wie lange kann sie denn sie tragen? Ja, weiss ich, wenn sie jetzt aufsteht. Ich meine, ja, 10 Stunden, 12 Stunden ist sie also schon auf. Das heisst, sie sitzt, oder? Wenn sie ja. In dem Stübel oben ist und im Essen, dann sitzt sie. Da liest sie vor dem Fernseher. Oder sie ist so nah vor dem Fernseher und strickt mit ihr. Sie sind nicht schön, muss sie aufnehmen. Und du freust, wenn sie sich auf den Strecken sieht, mir auch schon. Ja, ja. Ah, das sind ja, ja, zeig es ihnen dann. Ja, ja, schau, herzig. Und jetzt, oder? Jetzt nachher kommt sie den Regen ab, oder? Und dann hat sie da ihr Mokka-Joghurt, wo sie isst, oder zwei. Wo sie ihr mitbringt. Ja, ja, und das ist in ihrem Morgen. Und dann geht sie vielleicht um 3, 4 Uhr und macht dann zum Mittag zum Beispiel Gurken und Käsesalat gemischt und Brot auf dem Müll. Oder? Das hat sie gerne. Ja. Und dann, das heisst, nein, heute ist Freitag, heute isst sie drinnen, oder? Ja. Oder vielleicht isst sie halt so abends, je nachdem. Ungefähr so laufen. Leicht an. Ja, das ist gut, ja. Das ist mir lieb. Das ist gut, jetzt könnt ihr noch rein, jetzt mache ich auch noch. Und dann ist gut, ja, dann sind wir nachher weg. Dann bin ich dann mal noch bei dir im Büro, wenn du am Schreiben bist für dich. Ah, ja, ja. Kann ich irgendetwas schreiben? Ja, ja. Gut. Gut. Schau mal.